Herr Müller, in rund 2 Monaten stecken wir quasi mittendrin im Weltjugendtag in Lissabon. Ja. Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitungen? Genau, also seit wenigen Tagen ist quasi der Anmeldeschluss vorbei. Und es ist total cool zu sehen, weil die Kurzfahrt bis zum letzten Platz voll ist. Also wir haben auch schon eine Warteliste und für die Langfahrt sind jetzt auch noch 1 bis 2 Plätze verfügbar. Das heißt, wer jetzt noch schnell ist, kann sich noch einen Platz ergattern, aber muss schon richtig schnell sein. Genau. Und ansonsten sind wir jetzt dabei, noch so in die Programmfeinplanung zu gehen. Auch es geht darum, das Vortreffen vorzubereiten, den Teilnehmern noch die notwendigen Infos zukommen zu lassen, ob es eine Packliste ist oder wo sie genau am Ende zusteigen, wer die Busleiter sind und so weiter. Also gibt es im Hintergrund noch viel zu tun, aber die Vorfreude steigt Tag für Tag natürlich. Ja. Sie haben es angesprochen, es gibt eine Kurz- und eine Langfahrt. Für die Langfahrt sind noch Plätze vorhanden. Was unterscheidet diese beiden Fahrten? Was erwartet die Jugendlichen? Ja, also im Grunde beide Fahrten sind eigentlich schon Langfahrten, weil sie beide schon ziemlich lang dauern. Also, aber eine Fahrt ist noch ein bisschen länger. Und man kann sagen, der einzige Unterschied zwischen den beiden Fahrten ist, dass bei der Langfahrt noch ein Programm vorm Weltjugendtag in der Diözese Porto dabei ist, wo wir voraussichtlich in Gastfamilien untergebracht sind. Dort können die Leute, also die Jugendlichen, Land und Leute kennenlernen, die Kultur, Austausch mit anderen Jugendlichen vor Ort und so weiter. Und bei der Langfahrt ist auch noch ein kurzer Stopp in Santiago de Compostela dabei und ein kurzer Stopp in Fatima mit dabei. Der Weltjugendtag mit Papst Franziskus dann in Lissabon selber wird für beide Fahrtvarianten dabei sein und auch ein Nachprogramm in Valencia bei der Rückfahrt, auch um wieder die Fahrt zu halbieren nach Deutschland, wird auch bei beiden Fahrtvarianten mit dabei sein. Ja. Also viele Informationen, die man natürlich auch im Internet nochmal nachlesen kann. Ja, genau, fast viel zu viel. Am besten den Trailer anschauen, weil es ist eh schwierig, das in Worte zu fassen. Ja. Herr Müller, ich bin hängen geblieben am Motto für den Weltjugendtag. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Was hat es damit auf sich? Ja, was hat es damit auf sich? Das ist genau, Maria machte sich eilig auf den Weg. Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, bei dem Motto zeigt sich wieder so eine Grundausrichtung von den Weltjugendtagen, die auch schon bei den letzten Weltjugendtagen immer mitgeschwungen ist. Und zwar dieses Maria machte sich eilig auf den Weg, also so raus aus der Bequemlichkeit, aufstehen. Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag in Krakau zum Beispiel den Jugendlichen gesagt, hey, wir brauchen keine Stubenhocker, sondern hey, wir wollen, dass hier rausgeht. Genau, und auch in dem Fall ist es ja so, kurz bevor diese Szene kommt, wo sich Maria eilig auf den Weg macht. Kurz davor steht diese Stelle, wo sie ihr Ja sagt, dass sie erfährt, sie wird die Mutter Jesu und gibt ihr Yes. Und sie gibt ihr Yes und dann macht sie sich eilig auf den Weg. Und ich glaube, das kann schon was sein, dass die Jugendlichen, genau, dass Papst Franziskus sich wünscht, dass die Jugendlichen ihr Ja geben zu ihrer Beziehung zu Gott, zu Jesus und sich aber nicht da stehen bleiben, sondern auf den Weg machen, rausgehen, ihren Glauben leben. Genau. Wie würden Sie die Stimmung eines Weltjugendtags zusammenfassen? Auf was dürfen sich die Jugendlichen freuen? Es ist schwer zu beschreiben. Es wird an vielen Orten Festivals geben, es wird Musik geben, es wird aber auch Orte geben, wo es still sein wird, wo man auch zur Ruhe kommen kann. Also es ist sehr schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, es liegt so eine Atmosphäre der Freude über allem. Genau, Freude, Gemeinschaft, ja. Glaube, ja. Auch eine große Hoffnung. Eine ganz eigene Dynamik, auf jeden Fall. Ja, genau, eine ganz eigene Dynamik, ja. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank Ihnen.